Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Freizeitspaß. Und wie ihr seht, bin ich mal wieder unterwegs. Es wird nur eine kleine Tour. Ich fahre zum Illersprung und wollte da noch ein paar Einstellungen an der Kamera ausprobieren. Und vielleicht komme ich auch hinter das Geheimnis, warum mein sündhaft teures Laptop die Videos in 120 Frames nicht lesen kann und mein billiges Laptop für, ich glaube, 450 Euro kann es. Die Einstellungen sind an beiden Laptops gleich. Treiber sind aktuell, aber keine Ahnung, warum das eine Laptop das nicht lesen will. Ja. Vielleicht weiß ich ja heute Abend mehr. Würde mich freuen, wenn ihr mich begleiten würdet. Hier ist der Minigolfplatz, aber es ist leider noch geschlossen. Da muss man nach dem Winter auch erstmal eine ganze Menge aufräumen. Ganze Laub von den Bahnen runter und so. Was ich heute auch noch mit dabei habe, ist meine neue Funkstrecke. Das ist eine Funkstrecke mit Richtmikrofon. Das habe ich mir hauptsächlich gekauft, wenn ich die Kamera mal auf dem Gimbal benutze. Und da ist mir das Mikrofon von Rode, das Videomikrofon, ist mir dann zu schwer oben drauf. Und das ist auch immer recht schwierig mit dem Ausbalancieren. Das zeige ich euch dann auch gleich mal. Hier hat man ja ganz schön die Bäume abgeholzt. Keine Ahnung warum. Ich fahre erstmal auf die andere Seite. Ich glaube, von da kann ich besser ein paar Videos aufnehmen. Hier habe ich jetzt natürlich voll das Gegenlicht. Aber ich guck mal, was ich machen kann. Thank you.
Ja, dann kann ich euch ja noch mal hier das Funkmikrofon von mir zeigen. Das ist das hier. Das heißt Komica VM30. Und da brauche ich jedenfalls kein Kabel oben an die Kamera. Und hier oben ist der Empfänger. Das ist also ähnlich wie beim Rode Wireless Go. Also Tonqualität davon soll unheimlich gut sein. Ich bin mal gespannt. Wobei, ich weiß ja natürlich auch nicht, ob ich das raushören kann. Ich fahre dann jetzt doch noch mal auf die andere Seite und mal gucken, wie es jetzt da ist mit dem Licht. Weit ist es nicht, ich muss hier ein Stückchen Richtung Ruby fahren und dann geht es über die kleine Brücke. Ich denke mal in 5 Minuten oder so bin ich drüben. Ich denke, jetzt habe ich mal genug Aufnahmen gemacht, alles in verschiedenen Profilen, Dateiformen, Dateiarten. Keine Ahnung, muss ich mal sehen, wie mein Rechner jetzt damit zurechtkommt. Und wenn mein gutes Laptop das halt immer noch nicht packt, dann muss ich auf dem günstigen Rechner die Zeitlupenaufnahmen sozusagen vorrendern und dann kann ich sie auch in einem anderen Laptop nehmen. Mal sehen, was ich machen werde. So, hier den Weg, den wird der Dirk ja gut kennen. Ich fahre jetzt in Richtung Campingplatz hier in Oberstdorf und ich denke, da werde ich mir heute mal ein schönes Radler genießen. Von hier aus dann schöne Grüße an dich, Dirk, und an deine Frau. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Dirk, irgendwo werden wir uns schon wiedersehen. Jetzt bin ich fast zu Hause. Dann werde ich gleich mal gucken am Laptop,
was mit den Aufnahmen ist. Dann werde ich mich dann gleich mal an den Laptop setzen und dann werde ich sehen, ob ich die Dateien, die Videos verarbeiten kann. Auf jeden Fall schneide ich das Video jetzt schon mal und ich denke, dass es morgen oder übermorgen dann online steht. Ja, dann bedanke ich mich wieder bei allen Leuten, die tapfer durchgehalten haben und bis zu Ende geguckt haben. Und ihr wisst ja, Kommentare, das Däumchen und ein Abo, da freue ich mich drüber. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.